Rund 100 unbewohnte Schrottimmobilien gibt es in Bremerhaven. Etwa 270 Häuser stehen zurzeit auf der Liste der sogenannten Problemimmobilien. Manche mit kleinen, manche mit gravierenden Mängeln, denen das Bauordnungsamt nachgeht. Überdeutlich wird das Problem im Goetheviertel in Bremerhaven-Lehe. Dieter Rehrbehn, Vorsitzender der Eigentümerstandortgemeinschaft Lehe, zeigt die besonderen Härtefälle und erklärt, wo die Wurzel der Probleme liegt. Man kann die Ursprünge eigentlich in der Vergangenheit sehen. Hier hat man ja sehr viel Geld in die Hand genommen und hat hier eine Aufteilung der Immobilien, Mehrfamilienhäuser in einzelne Wohnungen gesehen, hat sie dann mit Glanzprospekten teuer verkauft. Und dann, als man merkte, dass die Mieteinnahmen nicht mehr fließen, hat man die Wohnung dann günstig abgegeben oder einfach leer stehen lassen. Wenn jemand hier Geld in die Hand nimmt und saniert, dann ist es meistens ansteckend. Aber die gegenwärtige Zinssituation fördert das Ganze natürlich nicht und letztendlich auch die Preissteigerungen bei den Baumaterialien und den Löhnen in der letzten Zeit hat auch nicht dazu beigetragen, dass Leute hier die Rendite sehen, die sie eigentlich gerne hätten. Eine Auswahl der schlimmsten Schrottimmobilien im Goetheviertel seht ihr auf nordseezeitung.de.